Ich greife jetzt hier mal das Thema auf, wie bekomme ich Tangentialübergänge bei Freiformflächen hin. Und es gibt hier so ein Thread im deutschen Forum, da ist ein bisschen diskutiert. Ich habe da auch mal angefangen zu beschreiben, wie kann man hier am Rand die Tangenten setzen und habe mal ein bisschen rumgespielt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist überhaupt möglich. Und hier ist erstmal eine zufällig erzeugte Fläche. Und ich habe jetzt mir hier in der Mitte mal so eine etwas schärfere Ausprägung reingesetzt. Man sieht es jetzt hier im Zebra. Das ist alles noch stetig, aber eben schon mächtig krumm an der Stelle. Und um das mal genau zu analysieren, kann man jetzt einfach hergehen und kann man suchen, was würde passieren, wenn man eine Freiformfläche an dieser Stelle, wo diese schon angedeutete Kante ist, einfach die Pole verdreifacht. Das ist das einfachste Verfahren. Und in dem Fall sieht es so aus. Das sieht man jetzt schon, hier ist jetzt wirklich ein Grat erkennbar. Und hier im Zebrabild ist es auch so, das sieht man, da ist eine scharfe Kante da. Und das ist ja, was man manchmal möchte, eine scharfe Kante mitten in so einer Freiformfläche. Gut, das Problem ist, wenn ich das jetzt alles hier als Fläche im dreidimensionalen Raum sehe, dass ich dann einfach nicht um die Ecken rumschauen kann. Deswegen habe ich mal nur Streifen von dem ganzen Zeug erzeugt. Und so ein Streifen. Das ist jetzt nur so ein Teil. Also nochmal alles ist das hier. Und der Streifen ist dieses kleine Stück. Schauen wir das uns ohne Zebra an. Dann sieht der Streifen so aus. Und man kann jetzt zunächst mal sagen, wenn ich so einen Streifen da habe, wie sieht, was würde passieren, wenn ich die Fläche in zwei Teile teile? Einen linken und einen rechten Teil. Der linke Teil wäre das, der rechte Teil wäre das. Und ich sehe jetzt hier oben die Kante und ich sehe auch, wie die beiden Tangenten der Flächen hier aufeinander zulaufen. Und wir haben hier eine Unstetigkeit. Was kann ich machen? Ich kann die Tangente von der linken Seite nach rechts weiterführen. Dann hätte ich diesen Übergang. Natürlich kann man den Parameter wieder ändern, dann man sagt, wie schnell biegt sich das wieder zurück. Das kennen wir ja auch von den Kurven. Also das wäre jetzt hier im Raum genauso möglich. Und die andere Möglichkeit wäre, von der rechten Seite aus die Kurve rüberzuführen. Beides geht immer noch hier ungefähr durch diese scharfe Kante durch, aber die Schärfe ist jetzt verschwunden. Ich blende mal alles aus, was wir nicht unbedingt brauchen. Wir sehen, das ist hier glatt und wenn wir hier rüber gehen ins Zebra, sehen wir auch, da ist nichts von einem Knick zu erkennen. Es gibt jetzt neben der Möglichkeit, links und rechts da anzudocken, also Moment, jetzt habe ich es falsch eingeblendet, die beiden muss ich einblenden. Das ist einmal links angedockt, einmal rechts angedockt. Tangentialer Übergang besteht auch die Möglichkeit, von beiden Tangenten den Mittelwert zu nehmen. Und dann habe ich so einen mittleren Übergang. Und dieser mittlere Übergang wäre jetzt das hier. Ich blende nochmal die Originalenden der Flächen ein. Und da sehen wir, dieser mittlere Tangentialübergang, der trifft genau an der Stelle, wo die beiden Flächen sich treffen, zusammen. Und hier ist eben der Huckel jetzt in beide Richtungen gleichmäßig abgeglichen. Das ist wahrscheinlich das, was man am meisten erwartet. Tangentialübergang als Mittelwert der beiden Tangenten. Und man muss da halt ein bisschen weiter rausfahren. Und was man jetzt natürlich sieht, ist, dass diese Kurve hier innen auch noch ein bisschen nachschwingt, also hier auch wieder unter die ursprüngliche drunter läuft. Und auf der anderen Seite ist es genau das gleiche. Das wäre jetzt alles machbar. Ich habe das Beispiel jetzt mal aufgezogen, um mal zu zeigen, dass es hier
eine ungeheure Vielfalt von Möglichkeiten gibt, wie man diese Übergänge schaffen kann und daraus jetzt eine Oberfläche zu gestalten, die sich relativ einfach bedienen lässt. Da muss man noch mal drüber nachdenken.